Hallo, grüß euch. Heute machen wir eigentlich relativ einen gesunden, schnellen Kuchen. Und zwar ist da gar nicht viel Zucker drinnen. Das ist nur mit Marmelade oder mit Honig gesüßt. Und Haferflocken, Mandeln, Topfen, Sauerrahm und Mohn. Ich habe da eine Kuchenform. Die habe ich Backpapier reingelegt. Bei mir fällt es manchmal ein bisschen. Backpapier ausgelegt. Und dann tun wir, ich habe da 50 Gramm Butter. Die habe ich jetzt flüssig gemacht. Und da tue ich jetzt einen Löffel Honig rein. Und verrühre das. Dann lasse ich dann auch da drinnen die Butter schmilzen. Dann tun wir uns noch leichter mit zermischen. Ich schlecke meinen Finger ab, weil ich nicht einen Honig einspiele. Tut mir leid. Ich habe da drinnen Mandeln. Und da habe ich jetzt gerade 6 Kornflocken. Die habe ich ein bisschen zerkleinert, gell? Die tun wir da dazu. Und dann tun wir das Honig Buttergemisch. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das tun wir jetzt so verrühren. Ich habe auf 180 Gramm Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da tun wir jetzt den Boden da rein. Ich weiß, dass immer noch ganz viele am Bammel haben von Mürbeteig. Obwohl, wenn man den schön durchgrillen lässt, eigentlich überhaupt nichts dabei ist. Das tun wir jetzt da rein. Geht am besten mit den Händen. Einfach schön da eindrucken, dass alles gleichmäßig verteilt ist. Das ist ein dünner Boden. Ganz schön verteilen. Es ist nicht viel Masse, muss ich jetzt sagen. Darum muss man den ganz dünn immer wieder ein bisschen umdrucken, dass wirklich alles schön zu ist. Da ist noch viel mehr. Drucken wir auch nochmal. Dann backen wir den jetzt 10 Minuten. Dann tun wir ihn raus. Inzwischen richten wir die Mohnfülle her. Ich weiß, dass immer viele schreiben, so viel Zucker, so viel Zucker, so viel Zucker. Und jetzt machen wir mal etwas ohne Zucker. Was ja auch stimmt, nur ich muss sagen, ich mache alles selber. Bei uns ist in kein Brot, in keiner Nudeln irgendwo Zucker drinnen, was eigentlich ein Ding schon ist, in der Industrie schon alles drinnen ist. Deshalb können wir uns das leisten, einmal ein Stück Kuchen essen. So, das tue ich jetzt 10 Minuten ins Backrohr und inzwischen richte ich das her,
für die Mundfülle, nehmen wir einen Bovidl an. Und dann kommt ein Quark, also bei uns Topfen, Sauerrahm und Sahne. Und das werden wir nachher fertig machen, 45 Minuten, bei 155 Grad. Gell? Ich mache das heute alles mit Tonkabohne. Ihr könnt es auch mit Vanille machen. Ich mag den Geschmack von der Tonkabohne ganz gern. Aber das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Bis später, bis wir das herrichten. Gell? So, jetzt haben wir da den gemahlenen Mohn. Nachher tun wir da die Bovidl-Marmelade dazu. Dann tun wir da die lauwarme Milch dazu. Und die Tonkabohne. So eine gute halbe. Und das verrühren wir jetzt. Und da können wir noch den Honig dazu. Ist eh klar, weil sonst geht ja die Süße ab, gell? Zwei Esslöffel. Streichen wir auf den Boden auf. Das ist eine schöne Masse zum Streichen, schau's. Und wenn der fertig ist, das dauert noch 2,5 Minuten, dann bin ich wieder weich, gell? So, das war jetzt 10 Minuten drinnen. Ich lasse jetzt das Backerl ein paar Minuten offen, dass es ein bisschen ankühlt, weil das nächste Ding tun wir nur mehr bei 155 Grad machen. So schaut das aus, der Boden. Dann tun wir jetzt die Bovidl auf. Die habe ich jetzt da eingefüllt, dass wir nachher den Topf haben für die Quarkmasse. Also Bovidl-Mohn-Fülle tun wir da auf. Nicht, ich muss das gerade geben, weil das weiß ist. Das ist auch, glaube ich, besser, wenn man es mit den Händen tut. Ich tue immer alles mit den Händen und will immer ganz toll euch zeigen, wie man das nicht mit den Händen tut, weil sich da viele aufregen. Und eigentlich geht alles viel besser mit den Händen. Kochen ist einfach Handarbeit. Es ist so. Aber ich weiß, es regen sich wieder ein paar auf, aber ich habe immer gewaschene Hände und es braucht bei mir niemand anderer essen als wie die Family. Und das wird hoffentlich sein, dass sich die nicht grausen. Mit den Händen geht es wesentlich besser als. Man hat einfach das bessere Gefühl. Da geht der Boden ein bisschen auf. So. So schaut das noch aus. Man
kann sie ja zum Schluss noch mit dem Ding ein bisschen aufdrucken. Dass es schön gleichmäßig ist. Und jetzt machen wir die Topfenfülle. Jetzt können wir, glaube ich, zumachen und auf 155 Grad starten. Dann machen wir jetzt die Fülle. Jetzt tun wir auf der Seite. Da kommt eine, zwei Backeln Topfen. Ich nehme immer den Topfen, was ich daheim habe, entweder 20% oder Magertopfen. Oder ich tue auch, so wie heute zum Beispiel, tue ich mischen. Da nehme ich einfach einen 20%igen und einen Magertopfen. Das habe ich daheim und das nehme ich her. Dann der Sauerrahm. Das sind 200 Gramm. Dann zwei Eier. Nachher wieder zwei Löffel Honig. Weil das halt unsere Süße ist. Ich werde einmal sehen, wie die kochen, die was sich mir die Finger anschlecken. Ich möchte die echt einmal sehen. Da denke ich mir immer, das gibt es auch nicht. Wie kochen denn die? Gehen die alle zwei Sekunden zum Bäcken. Jetzt Tonkabohne. Das war nur halbe. Da könnt ihr schon reingehen, dass ein bisschen Geschmack rein ist. Ich mag ja Tonkabohne total gern. Und jetzt verrühren wir das Ganze. Schneebesen, nicht, dass ich am zuerst ein bisschen mit dem Löffel, weil der Topfen ist doch ziemlich bei uns eher nicht so flüssig, in Deutschland ist er ein bisschen flüssiger. Und dann geht es super gut. Wer bitte keine Tonkabohne hat, nehmt einen Vanillezucker oder Vanilleschote. Es geht genauso gut. Das ist jetzt eine schöne Masse. Hat schon 155 Grad und die Masse tun wir jetzt da auf. Das ist eigentlich ein richtiger, schneller, einfacher Kuchen und macht einen Haufen her. Und wenn der fertig ist, tut die Tür auf und lasst ihn noch eine halbe Stunde im Backrad rein. Und am besten tut ihn über Nacht in den Kühlschrank und lasst ihn richtig gut durchkühlen. Jetzt muss ich das auch abspielen.
weil ich das jetzt brauche zum Grat machen. Aber so ist es bei den Hausfrauen. Und ich habe nicht 25 Paletten. Jetzt eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten in den Backofen und dann lasse ich das Backerl offen, eine halbe Stunde lasse ich ihn rein rasten und dann zeige ich euch, wie er ausschaut und dann lasse ich ihn über Nacht durchkühlen. Bis später. Für euch dabei. So, meine Lieben, jetzt habe ich ihn rausgeholt. Ich habe eine halbe Stunde im Backrohr beim offenen Ding und er schaut so aus. Er ist weder gesprungen noch sonst was. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, eine Schokolade aufhören, wenn euch zu wenig süß ist. Ich werde wahrscheinlich ein Fruchtpüree dazu machen und wir lassen es den dann einmal schmecken, ohne dass einmal irgendwo so viel Zucker dran ist. Alles klar. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!